Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Es ist noch ziemlich früh am Morgen, man sieht's an den kleinen Augen. Und heute werde ich ein Frühstück zubereiten. Da fragen auch immer ganz viele nach den Rezepten, deswegen zeige ich euch heute, wie ich unser traditionelles Frühstück zubereite. Ich würde es jetzt mal traditionelles türkisches Rezept nennen, weil es wirklich viele Rezepte aus der türkischen Kultur beinhaltet. Aber wir mischen dann auch immer so ein bisschen, also dann gibt es auch noch Guacamole dazu und Hummus und alles Mögliche, was wir sonntagmorgens einfach gerne essen. Im Prinzip ist es nicht nur ein Frühstück, sondern wirklich ein Brunch, denn es gibt warme Elemente, es gibt kalte Elemente, süß, herzhaft und es wird super lecker. Ich mache mir kurz eine Liste, was ich heute alles machen werde und dann starten wir direkt so chronologisch. Was bereite ich zuerst vor, was zuletzt, damit am Ende die warmen Sachen warm, die kalten Sachen kalt und das Brot gebacken ist. Käsedip, darauf warten alle. Was mache ich noch? Ui. Bei uns explodiert dann immer das Frühstück so. Okay, ich muss mir Prioritäten setzen. Ja, es sind ein paar Sachen auf jeden Fall. Wir fangen an. Ich backe ja ganz gerne Brot selber. Heute mache ich ein schnelles Pfannenbrot. Da gibt es das Rezept auch schon auf meinem Kanal. Das geht wirklich schnell. Was aber auch super schnell geht, ist zum Beispiel magisches Baguette. Da bereite ich den Teig auch gerne mal am Abend vorher zu und kann ihn dann einfach im Kühlschrank aufgehen lassen, abgedeckt und am Morgen einfach die Brötchen aufbacken. Jetzt, wie gesagt, das schnelle Pfannenbrot. Dafür gebe ich jetzt einfach alle Zutaten in die Küchenmaschine. Der Teig muss er oder darf gerne auch ein bisschen aufgehen, muss er aber nicht. Und dann kann ich hier in der Zwischenzeit alles andere vorbereiten. Und ich habe jetzt hier nicht wie im Originalrezept, was ich euch verlinken werde, nur Weißmehl benutzt, sondern auch einfach halb-halb mit Vollkornmehl gemischt. So hat man einfach direkt so ein bisschen ein dunkleres Brot. Während der Knetzeit jetzt nicht tröteln, sondern am besten direkt alles weiter vorbereiten. Was bei einem Frühstück in der Türkei nie fehlen darf, sind Kartoffeln. Die werden halt frittiert und morgens gibt es dann halt schon Pommes zum Frühstück. Aber ich muss echt sagen, das ist immer so eine coole, gesunde und ungesunde Mischung aus allem. Von daher darf man sich auch morgens mal Pommes gönnen. Die habe ich jetzt geschält. Die werden kurz abgewaschen und dann schneide ich sie direkt. Die Kartoffeln übergieße ich jetzt mit ein bisschen Wasser, damit sie nicht braun werden. Und die werde ich dann einfach später frittieren, damit sie eben auch schön warm sind, wenn wir uns zum Frühstück setzen. Der Teig ist mittlerweile perfekt. Den decke ich jetzt ab und kann ihn aufgehen lassen. Damit es bei mir aber schneller geht, nehme ich jetzt die Gärstufe im Backofen. Da muss er nämlich nur eine halbe Stunde aufgehen, ansonsten einfach eine Stunde, wenn man jetzt keinen Dampfbackofen hat.
Jetzt bereite ich die Eierspeise vor, also Menemen. Da gibt es auch schon ein Rezept auf meinem Kanal. Es ist ein bisschen älter, ist noch aus der alten Wohnung, aber ist trotzdem gut. Das bereite ich jetzt hier vor. Dafür werde ich jetzt nämlich Zwiebeln schälen und fein schneiden. Dann diese kleinen grünen oder die langen grünen Spitzpaprika, die gibt es meist beim Türken. Die werden mit angebraten, Tomaten kommen rein und ganz am Ende kommt dann das Ei dazu. Und das ist auch echt super lecker und das essen wir auch total gerne. Und da kann ich jetzt alle Komponenten vorbereiten, einfach schon mal schneiden. Und so bereite ich mir immer alles schön vor. Und dann kommt man eigentlich auch nicht in Stress und nicht in Zeitverzug. Normalerweise gibt es beim türkischen Frühstück immer auch noch Pişi dazu. Das ist wie Langosch. Aber ich glaube, das mache ich heute nicht. Ich glaube, das wird so heftig. Vielleicht mache ich noch türkischen French Toast dazu. Also in Ei ausgebackene. Oh, die Stimme. Also in Ei. Wo ist denn meine Gesangsstimme hin? Also in Ei ausgebackenes Brot. So, jetzt habe ich's. Okay, der Sturm ist schon da. Ich kann kein Pişi mehr machen. Die Kartoffeln habe ich. Das Brot habe ich. Rührei habe ich. Sucuk und Ei. Ja. Ich bereite jetzt erstmal Gemüse vor. Und dann Käse und Wurstplatte. Und die Aufstriche habe ich auch schon. Also hier. Und Hummus und Guacamole habe ich auch schon. Jetzt gibt es viel Gemüse. Also traditionell immer Gurken und Tomaten. Dann lege ich dazu noch Oliven, kleine Paprika. Meine Frühstücksgäste sind schon da. Magst du mir helfen? So ja, macht man gerne. Das. Man bereitet so lange vor, bis der Gast mithelfen muss. Ist das die Tradition? Das ist so die Tradition. Tradition. Oh, ne? Ich habe kein Karohemd an. Jetzt mache ich das. Kein Stress. Okay. Ich übernehme das. Okay, ich kümmere mich später darum. Sind das Havanna-Gurken? Nein, das sind nur Mini-Snack-Gurken.
Paprika. Ist alles okay. Ja. Kannst du hier drauf machen. Hallo. Ah ja, höre ich. Oh, stimmt. Du hast kein Mikrofon. Ja, der hat sich einfach so reingeschlichen. Der hat sich einfach so reingeschlichen, ne? Ja. Ja. Mach den weiter. Also hier noch die Snack-Paprika drauf. Teewasser habe ich schon aufgesetzt. Tee mache ich gleich. Schneiden, nicht schneiden? Nö, die legen wir so drauf. Und dann zeige ich dir jetzt was. Ich glaube, das kennst du nicht. Mhm. Noch nicht. Mhm. Also, jetzt gibt es noch Tahin Pekmez. Tahin ist Sesampaste. Mhm. Und Pekmez, das ist so eine Melasse aus Trauben. Ups. Also süß eher. Mhm. Und das wird dann gemischt. Traubensirup. Und dann gibt es das so als Dip dazu, so als Brot-Dip-Aufstrich. Ach so, aber nicht hierfür? Nee, nicht hierfür. Okay. Und das macht man, weil das auch super nahrhaft ist. Und dann gibt man das auch immer Kindern, die vielleicht so ein bisschen zu wenig essen, dass sie einfach so ein bisschen nicht speckig kriegen. Aber es ist auch appetitanregend und... Das ist super für mich. Ja, habe ich mir auch gedacht. Dankeschön. Guck, und dann einfach Traubenmelasse, zack. Und da steht zwar Traubensirup drauf, aber es ist kein Sirup, es ist Melasse. Das ist so der Rest, was übrig bleibt, wenn der Zucker irgendwie aus den Trauben entzogen wird. Aber Sirup hört sich dann besser an, wenn man höchstwahrscheinlich im Supermarkt steht. Genau, oder? Aber die meisten denken bei Sirup direkt an Zucker und so weiter und eigentlich ist es das nicht. Kein Zucker? Mhm. Das ist halt wirklich so aus den Trauben heraus. Möchtest du das mal so versuchen zu verrühren? Ja, klar. Perfekt. Die Sesampaste, die ist halt immer nie so ganz homogen, weil keine Emulgatoren drin sind. Und dann setzt sich immer das Fett ab. Dann fülle ich schon mal Marmeladen um. Mhm. Denn das Auge isst ja mit. Das stimmt. Alles, was fertig ist, packe ich mal darüber. Und das machst du jeden Morgen? Nein, nur sonntags. Nur sonntags? Ja. Wir kommen Sonntag nochmal wieder. So zur Feier des Tages. Mhm. Dann gibt es auch Melone. Also eigentlich gibt es beim türkischen Frühstück echt immer viel Obst und Gemüse. Sehr gesund, ne? Ja. Dann, wenn man sich dann mal so die Kartoffeln anguckt. Die werden gleich noch frittiert. Die gibt es, es gibt wirklich Kartoffeln. Ich dachte jetzt die Almans. Hallo, Hallo, schönen guten Tag. Ich wollte nicht frittiert werden heute Morgen. Wenn wir dann so mit unserem Brötchen und Käse kommen und dann so. Okay, gut, bei uns gibt es das auch. Ja. Man kann ja so von allem etwas. Du, ich finde das gut. Wenn man es nicht jeden Tag macht, ist doch okay. Wenn man die Zeit hat dafür, das jeden Tag zu machen, ist aber auch gut. Dann sag mal Bescheid, dann, Instagram oder so, ich würde schon vorbeikommen für das Frühstück jeden Tag. Dann ist schon gut. So, ich habe das jetzt gemacht. Ich probiere hier weiterhin alles aus dem Schneebesen rauszuklopfen. Ah, perfekt. Dann kannst ist du das für vielleicht dich? In so zwei Dinge reinmachen. Ich weiß ja nicht, wie es so aussehen soll. Ich lerne. Ja, ich lerne, ich werde hier noch angelernt. Es sollte schon schön, angenehm, appetitlich, flüssig. So. Okay. Brotteig ist fertig. Brotteig? Ja. Ich back noch Brot. Selber? Aber wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. War ich zu früh? Das tut mir sehr leid. Etwas. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du wie immer zu spät kommst. Hey. Wir hatten keine festen Uhrzeiten ausgemacht. Immer so 9:30 und dann also warst du heute halt so, so krass. Und jetzt ein Brot, ne? Und heute warst du so krass pünktlich. Ich war immer 9:30. Ne? Ich meine natürlich 7:30. Das ist ein Job, ja. So. Also ich glaube, das hatte den gegenteiligen Effekt. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es den gegenteiligen Effekt hatte. Und wir nehmen einfach noch ein bisschen mehr Lasse. Das ist flüssig. Komm schon. Ein Job hat es bis jetzt. Einen einzigen Job. Okay, das ist auch fertig. Da gebe ich noch Früchte drauf. Ich habe nur hier schon Hummus und Guacamole gemacht. Guacamole gehört dazu? Nee, das mache ich dazu. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Das ist so Sally. Besser, ne? Ich glaube, jetzt okay.
Okay, dann gibt's jetzt türkischen Tee. Ich zeig dir, wie man den. Leg ich drauf? Nein, einfach ins Waschbecken. Das machen wir gleich weg. Den magst du, gell, den Tee? Den? Hast du getrunken? Ja, ich mag generell also eure Tees, deine Tees hier die ganze Zeit. Ich finde das sehr gut. Und der wird einmal ausgewaschen. Und nach dem Auswaschen dann aufbrühen mit heißem Wasser und dann einfach ziehen lassen. So etwa 15 Minuten. Und dann hat man hier oben das Teekonzentrat drin und hier unten das kochende Wasser. Und dann kann man immer bestimmen, wie stark der Tee sein soll. Und außerdem bleibt der Tee schön warm und wird nicht bitter, weil nicht das hier gekocht wird, sondern das Wasser da unten. Deswegen macht man das so. Gut, guck, geholfen. Super. Dann kannst du das auch da nach, sehr gut, nach links stellen. Dann haben wir das auch fertig. Hier ist Hummus. Das ist auch fertig. Soll ich rüberstellen? Ja. Oh ja, Oliven. Guck mal, die kannst du auch noch anrichten. Hast du die selber eingelegt? Ja. Oder? In? In Olivenöl, in Orangenschale, Knoblauch und Rosmarin. Starten wir den Tag richtig jetzt, oder? Start your day right. Okay, jetzt können wir schon mal die Kartoffeln frittieren und das Menemen, also das Rührei, machen. Ich nehme ganz kurz für dich. Du nimmst jetzt auch. Das Ganze ist wahrscheinlich was, ne? Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen? Schon da rein, so. Die erst oder möchtest du erst Öl? Erst Öl, dann erhitzen wir erst das Öl. Und ja, das reicht. Wir müssen es nicht übertreiben. Und dann werden die einfach jetzt dann frittiert, so wie man das halt jeden Morgen macht. Brutzeln vor sich hin so. Ja. Und ich kann jetzt hier die Zwiebeln anbraten mit den Spitzpaprika. Die sind nicht scharf. Isst du eigentlich scharf? Sehr gerne, ja. Ja? Okay, dann machen wir Chili drauf. Jetzt müssen sie alle leiden. Ja, geht schon. Wenn du da jetzt deinen Finger reingehalten hättest, dann hätte ich wirklich mir Sorgen gemacht langsam. Ah, der redet schon. Hallo. Redet. Alle? Wir gucken mal, wie viel. Ich glaube, wir machen halbe halbe. Ein bisschen noch. Ja. Halbe halbe. Machen wir auch einen Deckel drauf. Und dann, dann können wir noch einen Käse-Dip machen. Das ist so der Lieblingsdip von Samira und Ella. Und den lieben auch die Zuschauer, die wollen immer wissen, wie das funktioniert. Jetzt darfst du den gleich machen. Ich hole kurz den Käse. Das mache ich natürlich geschwind. Sehr einfach. Also, hier hast du jetzt ein Päckchen Sahne, 200 Gramm. Und dann nehmen wir jetzt ein Rädchen Käse. Ach so, das sind verschiedene Rädchen. Ja. Ah, okay, irre. Nehme ich. Und der, nimmst du und zerkleinerst du jetzt einfach in die Sahne rein. Ja. Okay. Boah, der fühlt sich ja voll crazy an. Ja, das ist Weichkäse. Wir lieben den. So. Genau. So. Aha. Moin, Chef. Ich gehe in den Shop. Ah, wir frühstücken doch jetzt. Ja, ich seid leider zu langsam. Was? Ich muss nach Mannheim. Mach's gut. Bis später. Bis später. Tschüss. Komm gleich auch in den Shop. Ich dachte, du bleibst bei uns zum Frühstück. Nein, keine Zeit. So, so. Den geht's gut. Und dann wird das hier erhitzt. Jetzt komme ich so an die Grenzen meiner Platzmöglichkeiten. Hier gebe ich jetzt noch die Paprika dazu. Und die wird jetzt einfach auch mitgeschmort. Ich glaube, wir wandern hier rüber. Mit dem Käse-Dip. Ich bewundere gerade einfach nur. Ich stehe hier sehr. Echt? Hallo, ich bin auch ein Zuschauer. So, und dann hole ich den Schneebesen. Und dann darfst du den Käse rühren. Und der schmilzt jetzt hier drin. Okay, okay. Okay. Yes, yes. So.
Aber das wird ja noch nicht das ganze Geheimnis des Käse-Dips sein, oder? Nein, nein, nein. Da kommt dann noch Mehl dazu zum Binden. Ich rühre das hier so lange, bis es schön schöner Käse wird. Boah, das sieht so lecker aus und riecht so gut alles. Dann nehme ich hier noch einen Tulum-Käse. Den musst du auch probieren, der ist der Wahnsinn. Das ist so ein ganz traditioneller Käse. So würzig. Richtig viele Käsis aber, ne? Ja, ja, so feinstückig. Wird schon so fast ein bisschen Parmesanartig, mhm, oder? So ein bisschen Hartkäsemäßig, ja. Der wurde im Fass gereift und deswegen ist der so ganz besonders aromatisch. Okay. Und weil du Chili magst, gebe ich noch Chili drauf. Da habe ich mir was eingebrockt jetzt, oh je. Ich rühre fleißig. Sieht gut aus. Das kocht gleich, dann löst sich alles. Mhm. Boah. Das, boah. Kennst du das, Miniman? Nee, auch nicht. Das ist lecker. Ich merke das schon, wenn wir hier mit dem Frühstück durch sind, sind wir beide erstmal so, uff. Oh, so richtig lecker. Satt. Lecker. So richtig Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, ja. Das ist auf jeden Fall Mittagsschlaf-Frühstück. Das ist was, da isst du, bist fit und dann legst du dich nochmal hin. So, etwas Honig. Oh komm, bei mir muss auch Erdnussbutter sein. Mit dir? Gerne auch mal, ja. Aber nur mit so Marmelade oder Honig dazu, oder? So wie mit Marmelade. Peanut Butter Jelly. Oh yes. Mhm. So langsam gehen die Schälchen aus. Okay. Also ich hätte bei mir in der Küche 5 Schüsseln. Ich glaube, da wären wir schon lange drüber, ne? Da sind wir drüber. Da sind wir drüber. Machst du das mit einem anderen Ei auf? Mhm. Und warum geht das andere Ei nicht kaputt? Ich glaube, weil immer eins härter ist als das andere. Und das hast du da, das ist das gute Auge dann für, weißt du? Ja. Da suchst du dir immer das harte Ei aus 6. Das stimmt, es geht immer das kaputt, was ich in der rechten Hand habe. Ja. Wahrscheinlich, weil ich das draufschlage. Ich glaube, du machst das immer mit der also du machst es nicht bewusst. Ja. Okay, warte, ich mach's nicht bewusst, ich probier's nochmal. Jetzt bin ich gespannt. Du nimmst das, ja. Okay. Und du schlägst es immer mit der. Ah, siehst du immer? Achtung, das, was ich draufschlage, geht kaputt. Ha. Das ist jetzt aber mal tatsächlich mal ganz interessant, da mal rauszufinden, warum das andere nicht knackt dann, oder? Okay, warte, dann versuche ich es mal. Also, wenn man. Das ist ja für mich wie Zauberei, muss ich sagen. Wenn man das eine draufschlägt, das, was man schlägt, das geht kaputt. Wie im Leben. Ja. Wow. Kleine Weisheit am Morgen. Das ist echt voll die Weisheiten hier. So, das köchelt. Köchelt? Okay. Dann. Ich rühre dann brennt es. Warte. Mhm. Also, das ist ja der Käse-Dip, den alle so lieben. Käse und Sahne gekocht. Der Käse hat sich aufgelöst. Und dann bindet man das Ganze einfach mit Mehl. Das heißt, Koschapka ist ein Rezept von meiner Freundin. Die ist Tscherkess. Tscherkesin heißt es, glaube ich, auf Deutsch. So eine bestimmte Region, so eine bestimmte Gruppe. Und es ist ein ganz traditionelles Rezept dort. Käsedip. Mhm, so ein warmer Käsedip. Geil. Ist echt. Wie ist Kino bei denen in der Region? Wie? Lecker. Ja. Ja, wahrscheinlich, oder? Wenn das schon so ein traditionelles Gericht ist, so mega geil dann. Okay, die Paprika habe ich leicht anbrennen lassen, aber das macht nichts. Röstaromen. Mhm. Hier kommen die Tomaten dazu, werden mitgeschmort, bis sie weich sind. Perfekt. Dann haben wir das auch. Und ich sollte so langsam. Das sieht gut aus, ne? Ja. Konsistenz ist perfekt. Okay. Einmal. Bis zur Hälfte so? Ja. Soll ich den Teigschaber holen? Yes, gerne. So. Perfekt.
Käsedip ist auch fertig. Schwierig, das alles zuzubereiten am Morgen, oder? Wenn man selber noch so ein bisschen Hunger hat. Ja, also ich mache das, wenn wir halt drüben so privat sind. Dann machen wir so manchmal mal Storys dazu. Und dann lasse ich Musik laufen. Und dann geht eigentlich. Ja, also ich glaube, wenn man. Also ich meditiere da so vor mich hin morgens. Das glaube ich. Sollen wir noch Schnittlauch irgendwo reinmachen? Oh, Schnittlauch. Den habe ich am Abend so schön geschnitten. Den habt ihr nicht live erlebt. Es war so eine Schubkarre voll Schnittlauch. Wir waren ein paar Stündchen zu spät. Ihr wart leider zu spät. Sonst hätte ich natürlich mitgeschnittlaucht. Natürlich. Jetzt bin ich gespannt, du. Jetzt bin ich gespannt. Ja? Mhm. So, jetzt machen wir die schön gleich groß. Und dann Pizza. Und dann rollen wir die. So, guck und jetzt immer so einen Teig nehmen. Mach ich mit? Ich mach mit. Mhm. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Und so von außen nach innen? Ich bin ehrlich, wegen dem Pflaster habe ich eigentlich ein bisschen Sorge. Ja. Ich guck dir zu. Ich kommentiere das mit frechen Kommentaren. Echt, das nennst du einen Ball? Wow. Das ist die Technik. Ja, das ist die Technik. Kannst auch einhändig, hier. So, von außen nach innen. Also wenn ich damit jetzt anfange, bist du fertig und dann wirst du meinen korrigieren, das kann ich jetzt schon sagen. So. Und dann hast du auch einen Ball. Und das wären dann so Brötchen? Und das werden so flache Pfannenbrote. Pfannenbrote? Ja. Geil. Das ist cool. So wie Naanbrot, nur ein bisschen fluffiger. Oh, Naanbrot, lecker. Ja. Ja. So. Ein bisschen so, als wenn du so Hütchenspieler wärst manchmal. So, und dann so, na, wo ist das Brot runter? Und, so, zack, 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 zack. Und dann auf einmal kommt so eine Gurke aus dem einen und so, hä? Genial, stimmt. Ach, das kann man abschrauben an der Seite. Ja, und das drauf. Das wusste ich natürlich. Habe ich dir den geschickt? Mm-mm. Nee? Aber gut, sonst da hätte ich, glaube ich, nicht drauf gekommen. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Das wäre wieder ein klassischer Freddy-Lies-Gebrauchsanweisung in dem Moment gewesen von ach, guck mal, das kann man so rollen, wie cool. Warum sind die Dinger da drin? Die sind nur Deko. Ah, damit man immer die gleiche Größe wegen dem Abstand. Ah, okay, ja, verstehe ich. Ich glaube, ich mache sie tatsächlich dünner. So, jetzt aber. Und die kommen dann auf ein Blechlein oder? Die backen wir gleich in der Pfanne. In der Pfanne? Ja. Man kann in der Pfanne backen? Ja. Pfannbrot. Du bist aber auch kreativ mit deinen Backwegen hier. So wie Naanbrot. Ja, die haben doch immer diesen. Ja, die haben so einen. Ich wollte gerade sagen Tunnel, aber das wäre jetzt auch falsch. Das ist ja immer dieses Loch, wo dann Holz drin ist und dann backen die das an die Seite. Oh, das hätte ich ja so gern. Das können wir machen. Also, das kann ich dir bauen. Echt? Nein. Wollte nur cool sein, aber das können wir rausschneiden, die Stelle, wo ich gesagt habe, ich kann das bauen. Oh Mann. Aber das kriegen wir doch bestimmt hin. Ich hätte so gern, da gibt's du kannst das bestimmt bauen, ne? Ja, ja. Da gibt es so ein richtig gutes türkisches Hauptgericht. Das nennt sich Tasty Kebab. Mhm. Tasty Kebab. Tasty Kebab, ja, okay. Ich kann mir grob vorstellen, was es ist, nicht 100%, aber. Und das ist in so einem Tontopf und es wird in die Erde, in so ein Feuerloch gelassen und dann darf es da halt garen, so einige Stunden und dann machst du diesen Tontopf außenrum kaputt und perfekt. Ha. Das ist richtig, richtig genial. Aber dafür brauche ich halt so einen Tontopf, den man zerschlagen kann. Ja, und vor allem so ein bisschen Außenfläche für so ein paar Sachen. Ja, ja, das ist. Was ich ganz geil finden würde, wäre so ein eigener Pizzaofen, oder? Ja. So ein Stein-Holzkohle-Ding. Einfach mal schnell. Das kriegen wir doch bestimmt schnell zusammengebaut, oder? Kannst du das bauen? Ha. Ich kann es probieren, aber das ist dann immer mit der Prämisse, wenn ich das hier baue, ist es immer mit der Prämisse. Es gehört auch dir. Es ist mit Comedy gemacht worden. Okay, guck mal, Männermann ist soweit. Yes. Das ist mir zu heiß. Nochmal, das ist zu heiß. Ich nehme mir die mal. Dann kann ich ja mich nicht mal annähern dem Topf. Ich nehme die mal kurz aus dem Bild, die Kartoffeln. Und mach uns hier Platz. Also eigentlich geht es mit den Kartoffeln echt schneller, aber die Kartoffeln, die waren seltsam.
Naja. Die wollen heute nicht. Die wollen nicht. Gut, jetzt habt ihr hier diese Masse. Die wird jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Die Kartoffeln, die wollen in den Mittelpunkt. Dann Oregano. Nee, Bergbodenkraut. Wird das dann gemörsert, das Bergbodenkraut, wenn es frisch ist? Ja, ich zerkleinere das so ein bisschen. Mit der Hand? Ja. Deswegen nennt man sie auch im Fachkreis den Mörser natürlich, ne? Ist immer hier Salz und Pfeffer. Bevor das da reinkommt, wurde immer noch einmal durch die Hände gemörsert. Einmal durchgemörsert. Wochenendbeschäftigung. Steht sie hier Mörsers ein weg. Danke. Riecht schon gut. Bergbodenkraut ist schon... Da mörsert sie wieder. Da sieht man es mal wieder. Der Mörser vom Neckar. So, probier mal. Wenn du Rapper wirst, sag's dir. Ich bin der Mörser vom Neckar. Probier mal. Vorsicht, heiß. Ja gut. Vorsicht, sehr heiß. Geschmacklich aber gut, ne? Geschmacklich sehr lecker, ja. 100%. 100% sehr lecker. Ja. Und jetzt fülle ich die hier rein. Mhm. Das ist jetzt so optisch mehr, ne? Also ich hätte es auch darin garen können, aber die sind mir zu klein jetzt für zwei Portionen. Und jetzt gebe ich das hier rein. Und das hier. Und dann mit so einem Brot, so. Mhm. So mit dem halbflüssigen Ei. Mhm. 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 Ich mag die Sprache, die hier gesprochen wird. Auf Essen. Mhm. Ja. Boah. Boah. Muss aber ganz kurz warten, damit wir hier schon mal das Brot jetzt backen können und dann haben wir es gleich. Und dann nur noch Sucuk und Ei. Sucuk und Ei heißt Sucuk in Pfännchen braten, Ei dazu, fertig. Cool. Hier riecht's nach Ei. Nein, aber irgendwo auf der Arbeitsplatte. Nicht Ei in der Schüssel, sondern Ei auf der Arbeitsplatte. Riechst du das? Hier riecht's nach Ei, ich sag's euch. Hier riecht's. Aber ganz ehrlich, bei so 12 Eiern könnte ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich irgendwo ein Ei ist. Ich glaube, ich mache das mal, wenn du bei mir vorbeikommst. Da werde ich einfach mal irgendwo so ein bisschen Ei verteilen im Büro und dann werde ich mal gucken, ob sie auslöst. Oder ob das alles nur eine große Show ist. Ja. Und dann mit dem Büro. Ist ja sehr schön. Ei. Das ist aber ganz gut, oder? Machst du das auch an Schlüssel oder so, wenn du mal verlierst? So einmal kurz noch mal so ins Ei gedippt. Ja, und dann riech so dran. Da. Weißt du, was aber auch oft das Problem ist, wenn du was mit Ei gemacht hast und dann so gewaschen hast und gespült, dann machst du es. Das klingt echt weird. Dann machst du das Fenster auf. Und dann machst du das Fenster. Und wenn die kalte Luft reinzieht, dann stinkt es noch schlimmer nach Ei. Deswegen lass immer die Fenster zu. Man merke, heute mal, können wir hier einblenden, kriegen wir ein Overlay hin, Sallys Tipp, niemals kalte Luft auf Eigeruch, dann wird's mehr. Aber... Ich freue mich aufs nächste Buch, wenn das irgendwo drinsteht, bitte. Und weil ihr hier viel mit Ei gearbeitet habt... Es ist wirklich so. Und wenn du zum Beispiel einen Kuchen machst mit Baiser, ja, mit Ei obendrauf, und du stellst den raus zum Kühlen, dann stinkt der nach Ei. Wieso veräppelt er mich? Es ist so. Ist gut. Nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, machen wir mal Baiser oder so. Dann machen wir mal den großen Test. Ach, Menno. Machst du nicht wild, wenn man so ein Baiser-Stückchen im Garten verteilt? Ja, ist so. Ist echt so. Okay. Mhm. Jetzt backen wir mal die Brote, die sind ohne Ei. Da ist ein Ei drin. Da ist ein Ei drin. Ja. Guck mal, und dann haben wir es ja gleich. Ohne Öl, ohne irgendwas da rein und dann ist das fertig? Und dann ist es fertig. Das ist schon cool. Die Kids machen da voll gern mit morgens. Die rollen dann einmal aus. Glaube ich. Das ist eine gute Beschäftigung. Mhm. Dann haben sie schon mal was erlebt am Morgen. So, Sucuk-Ei kennst du? Ist Sucuk und dann Ei, Rührei damit gemacht, oder? Also ja, so als Spiegelei. Als Spiegelei hatte ich noch nicht. Ich
hatte das nur immer mal so in so ein Rührei so eingeschnitten dann, aber auch nur mit kleinen Stückchen. Mm. Sehr lecker. Lauchzwiebel oder so dazu, das ist dann ganz gut. Schnittlauch. Schnitti. Oh, tschüss. Ciao. Es riecht halt immer wie die Hölle. Sollen wir Fenster zulassen? Ja, damit es einig stimmt. Wir übertönen jetzt den Eiergeruch mit Sucuk. Das finde ich gut. Boah, die kleinen Schälchen, ne? 10 von 10 einfach. Süß, ne? Mega. Dann kann man da echt so voll schön. Und dass man das direkt darin machen kann, ist halt geil. Einfach drin anrichten und dann ist es echt schön. Das sparst du ja einen kompletten Schritt, ne? Ja. Kompletten Schritt mit Waschen. Einfach so keine Pfanne mehr. Ja. Einfach hier drin und darin servieren. So, reicht es für uns zwei dann? Mhm. So an Frühstück? Oder also vermisst du noch was? Ich hätte noch eine Pizza gerne. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich esse ja sehr reichlich am Morgen. Also ich arbeite mich auch gerne von Hummus zu Guacamole einfach mal durch, okay, durchs Alphabet. Ist schon ein alphabetisches Frühstück, ne? Ist schon so. Ist ja mal ein gutes Video. Von A bis Z? Ein Frühstück von A bis Z, und dann machst du immer Sachen von A. So nennen wir das Video. Wie? A wie Apfel, so wie Banane. Apfel, Banane. So wie? Cerealien. Okay. Wie deftiges Ei. Dip. Oder Dips, ja. E wie Ei. E wie Ei, ja. F wie Feigen. G kann wie Guacamole. Machen, ne? Schon, wie Hummus. I wie Igitt, nochmal Ei. Igitt Eiergestank. Ja, ist schon, doch, klingt gut. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Mhm. Und dann machen wir das Ei rein. Denn es sieht immer schön aus, wenn die Sucuks dann so da oben drauf liegen. Ah. Okay. So. Chai, Aufstriche, Hummus, Wurstplatte streiche ich raus. Das war's. Bei Shakshuka kommt kein Ei rein, aber bei dem kommt Ei rein. Da gibt's einen Song. Shakshuka, Shakada Shuka. Shakada Shuka. Ich habe den Songtext vergessen. Okay, komm, wir richten an. Ja. Oh je. Hier bei Menemen noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann dürft ihr es so ganz leicht verrühren. Und da darf das Ei aber gleich schon ein bisschen noch weich sein. So mögen wir es gerne. Es zieht auch gleich ein bisschen nach. Sturmi, komm. Hui. Ach, der Sturmi ist ja zu Besuch und ich habe mir gedacht, komm, bauen wir ein kleines Frühstück auf. Und eigentlich habe ich mir gedacht, so schön
für uns. Ja. Was Kleines. Ja. Sonnenwetter. Und statt Sonnenwetter haben wir jetzt leider Baustellengeräusche, Regenwetter. Warte. Das kriegen wir hin. Was? Wie? Stopp, jetzt können wir uns aussuchen, wo wir hinwollen. Geil. Oh mein Gott, wir können gehen wir jetzt. Zum Mond? Wir fliegen, ja, zum Mond. Was müssen wir machen? Schnipsen? Ja. Oder nach Venedig. Oh, ich war noch nie in Venedig. Oder oh, auf der Bosporusbrücke in Istanbul. Hörst du das? Hörst du das, die Musik? Oder, das ist ein Vogel, oder? Oder wo wollen wir noch hin? Können wir neben so einen Löwen? Löwen? Ja. Frisst der uns nicht alles weg? Weiß ich nicht. Wenn okay, der sehr komm, nah dran probier. Ist, müssen wir, glaube ich, sehr still sitzen bleiben. Aber okay, probier's. Nicht bewegen. Nilpferd? Im Dschungel. Im Dschungel? Und jetzt wohin? In Paris. Okay, dann müssen wir ganz schnell wieder weg. Barcelona. In Frankfurt. Wer will schon nach Frankfurt, wenn er in Warkhäuser ist? Wo stehst du denn davor? Dann ist so Commerzbank-Zentrale. Ja. Berliner Mauer. Berliner Mauer. Ich klatsche jetzt. Können wir auch in deine Küche? Aber nur ganz kurz, weil es, glaube ich, nicht aufgeräumt. Okay, weiter geht's. Wieder in deine Küche. Hey! Hawaii. Da bleiben wir jetzt? Da bleiben wir jetzt, ja. Okay. Sollen wir essen? Wir haben noch gar keine Teller. Ach, das macht man doch. Nimmt man, nee, Tatsache, eigentlich nimmt nimmst man du dir Brot so ein Brot. Und, Hier. Dankeschön. So, und dann probierst du dich so durch. Also. So, der mobile Teller. Käsedip. Oh ja, den muss ich direkt mal probieren. Mhm. Der ist leider kalt, denn wir sind zu viel gereist. Hm. Aber lecker. Minemen, schön würzig. Boah, das wird richtig gut schmecken, glaube ich. Könnte man in das, wie heißt es, Menemen? Könnte man da auch noch Sucuk reinmachen? Definitiv. Das wird, glaube ich, ganz Murat gut schmecken. Murat lebt Menemen mit Sucuk. Dann Sucuk. Sucuk, ganz klar. Also das ist echt so, als wir früher mit meinen Eltern in der Türkei waren, bei unserer Familie, da gab es dann alles so, am Boden aber, mit so einer 8 Meter langen Tischdecke. Geil. Alles wird am Boden ausgelegt, dann nimmst du dir die Tischdecke auf den Schoß, weil du sitzt ja am Boden, auf den Knien, und dann ist die Tischdecke praktisch deine Serviette zum Schutz. Und dann isst man so am Boden. Also auf Tischdecken gewaschen. Boah, so lecker alles. Der Hintergrund wird langsam schwer. Ach so. Ach komm, ja, dann geh aus dem Hintergrund dann raus. Dann machen wir doch, was war's? Waghäusel, ne? Dann machen wir doch wieder Waghäusel. Oh, hier ist aber auch schön. Ja, ist schon schön. Oder? Also, ich finde es ganz gut. Und noch alles so frisch hier im Hintergrund. Ja. Da können wir uns noch was holen nachher. Ja, ich habe Brombeeren. Oh, probier mal Tahin. Oh ja, das interessiert mich tatsächlich. Weil du hast gesagt, das ist ein Aufstrich, der gesund ist. Ja, mit Sesampaste. Aber auch süß. Sesampaste und Traubenmelasse. Habe ich gerührt. Jetzt liegt es an mir. Oh mein Gott. Der ist gesund. Aber sehr nahrhaft. Also, ne, es hat schon viele Kalorien, aber gute Kalorien. Verdammt, gutes noch mal. Fett, irgendwann, gute irgendwann Kohlenhydrate. Irgendwann kommt der Mittelwert. Okay. Eisen, deswegen gibt man es gerne Kindern. Geil. Oder stillenden Frauen, Hammer. Dass die Milch gut wird. Lecker. Achso, ja, ihr tragt immer Milchpakete dann über die Schulter geworfen. So, und dann isst man alles so durcheinander. Das ist so lecker. Oh, und jetzt tu mir noch einen Gefallen. Probier den Tulum. Auch damit? Mit Chili hast du extra reingemacht, ne? Extra mit Chili. Ich probier mal zu greifen. Okay, Chili. Und? Gar nicht so aufdringlich. Also der schmeckt traditionell in der Türkei, schmeckt er sehr stark, weil er in so Fell gemacht wird, aber hier wird er einfach in Fässern gereift. Boah. Deswegen schmeckt er würzig, aber nicht so dominant. Weißt du, von wem das kommt? Das kommt von mir, jemandem, der nicht gerne Käse isst. Ja, ich nämlich auch. Also eigentlich so
milden Käse mag ich, aber so Stinkekäse mag ich nicht. Ja. Oh, lecker. Boah. Also. Vielen Dank fürs Frühstück, sage ich nur, ne? Bitte das schön. Ist echt der absolute Oberhammer. Machen wir jeden Tag. Du willst wirklich nicht, dass ich gehe, ne? Wie das aussieht hier. Ich will nicht, dass er geht. Ich will nicht, dass er geht. Deswegen habe ich ihm Frühstück aufgetischt. Ich habe es mit Kuchen und Torten versucht. Ich habe es mit Pizza versucht. Ich habe es mit allem versucht, aber er geht trotzdem. Ich komme aber wieder. Hashtag Sturmi muss bleiben. Petition, Online-Petition. Wir machen eine Online-Petition. Stalkt ihn und schreibt drunter. Sturmi muss bleiben. So. Also, das war unser kleines Frühstückchen. Morgens 9:30 in Deutschland. Aber lecker. Aber sehr lecker. Okay, zugegeben, das gibt es nicht jeden Tag. Das gibt es echt so sonntags. Mhm. Unter der Woche essen wir echt gern Müsli, Porridge, gesunde Sachen, Smoothies. Und sowas gibt es dann ganz ausführlich und reichlich am Wochenende. Da sitzt man dann zusammen so 3 Stunden und isst und schnackt und ja. Die Rezepte gibt es natürlich online auf sallysblog.de oder in der App. Und ich freue mich jetzt auf eure Frühstücksbilder, auf euer Frühstücksbuffet. Dito. Ja. Tschüssi. Ciao. Sollen wir nochmal verreisen, so zum Abschluss? Wohin? Turkish Airlines, bitte. Köln. Köln. Dubai. Da war ich noch nie. Tschechien. Slivovitz-Brauerei. Ja. Nein. Oder, auf dem Berg. Auf dem Berg? Wir sitzen jetzt auf dem Berg. Vielleicht finden wir da Bergrübenkraut. Bergbohnenkraut. Da vorne wächst es. Ja. Da vorne. Ah, da. Komm, lass mal was mitnehmen. Komm, wir laufen mal runter. Da können wir jetzt noch hier so einen schönen Wanderweg. Und einmal an Nordpol. Oh, einmal an Nordpol? Okay. Und jetzt? Das ist nicht so gut. Ist kalt. Mag ich nicht. Können wir an Südpol? Südpol? Da ist auch kalt. Das ist das Gleiche, ne? Ja, mal wieder nicht aufgepasst, den Erdkunde. Okay, komm, wir chillen jetzt am Strand. Ciao. Tschüss. Ecuador. Hat jemand Sonnencreme für mich? Ich hätte ein Brot. Okay. Wollt ihr jetzt eigentlich auch dazu frühstücken oder sollen wir alles alleine essen? Ja. Wie das für die? Lässt du noch was übrig für die anderen? Hammer. Jam, 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 jam. Kommt, Teamfrühstück.